So, damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge bei Patricia 2. Weiter geht's. So, wir müssten ironischerweise mal gucken, ob wir unseren Freund hier nach Edinburgh noch bringen können. Wir haben ja immer noch unseren Handelsreisenden dabei. Er hat mittlerweile wahrscheinlich schon Staub angesetzt an Bord unseres Schiffes. Aber jetzt, da wir wieder nach Edinburgh reisen können, können wir den tatsächlich da auch mal abladen. Reisen wir erstmal nach Edinburgh. So, da wurde eins unserer Schiffe versteigert, unser Crayon für 13.000 und das ist gut. Mal mitarbeiten. So, dann können wir tatsächlich hier direkt auch noch mal ein bisschen was nachkaufen. Dann mache ich noch mal bis 250 noch mal Tuch mitnehmen. Was Interessantes. Ja, Eisenwaren, den mache ich noch mal mit. So, als nächstes nach Groningen. Hat er aber lange Geduld gehabt mit uns, ne? So. Jetzt hat er keine Lust mehr. Okay. Gut. Das heißt, wir können theoretisch nochmal umdrehen und können den Eskortenauftrag nochmal annehmen. So, was wir auf jeden Fall nochmal machen werden. 20 Mann nochmal auf unsere Kogge packen. Und die schon mal wieder losschicken. Kann sich direkt mal wieder auf eine Erkundung begeben. So. Zwei haben wir tatsächlich schon entdeckt, ne? Die beiden hier oben. Momentan haben wir halt noch großes Glück, dass noch nicht allzu viele Leute unterwegs sind. Stehen unsere Chancen nämlich noch mal gar nicht so schlecht, dass wir noch weitere erkunden. So, unsere Hanffarm wurde fertiggestellt. Müssen wir dann jetzt als nächstes darauf achten, dass unsere Fellproduktion ordentlich läuft. So, Eskorte nach Brügge. Da dürfen wir auf jeden Fall wieder ein Schiff beikriegen, wenn wir denn angegriffen werden. Ah ja, na gut. Glaube ich das? Der hat uns ein Geschütz rausgeschossen. Den dürfen wir aber kriegen. Aus so einer Sauerei hat er mir gerade einen Schütz rausgeschossen. Bedeutet natürlich wieder, dass wir ungefähr eine Woche Reparaturzeit haben. Ist natürlich auch ein bisschen unschön. Aber dafür haben wir ein relativ gutes Schiff erbeutet. Dafür haben wir ein relativ gutes Schiff erbeutet. So. Ein bisschen was an Knete bekommen. Wir haben schon wieder Lagerraum, sehe ich gerade. Hm? Müssen schon wieder Miete für Lagerraum für zusätzlichen bezahlen.
So. Matrosen nehmen wir gleich wieder mit. Durften wir aber diesmal, glaube ich, ordentlich Entermesser verloren haben. Mal gucken. Naja, 9 Entermesser. Hält sich noch in Maßen tatsächlich. So. Den werden wir aber wieder verkaufen, den Hulk hier. Brauchen wieder ein bisschen Geld. 32.000. Ja, so ein bisschen was bringt es doch immer. Mag nicht atemberaubend viel sein, immer so ein paar tausend. Aber so ein bisschen Unterschied haben wir tatsächlich immer, was das angeht. Ob die Schiffe stark beschädigt sind oder nicht. Oh, wir müssen wieder ein Fachwerkhaus bauen. Giebelhaus könnte man theoretisch auch schon überlegen. Haben wir gleich wieder ein bisschen Wohnraum. Wie gesagt, je mehr Leute von uns in den Wohnhäusern sind, desto mehr Einfluss haben wir auf die Leute natürlich, ne? Natürlich für uns noch mal extra von Vorteil. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Ein bisschen Getreide. Ja, einigermaßen teuer. Wein können wir ruhig mal mitnehmen. Wein ist ja recht günstig. Die guten Holländer hier wieder. Ne? Lassen sich wieder zulaufen mit Wein. So, gucken wir mal. Hier sind die Preise überall noch stabil. Nehmen wir noch mal ein bisschen Bier mit. Oh, schade, ich dachte, wir kriegen noch mal eine Eskortenquest oder so. Mittlerweile liegen aber ganz schön große Flotten teilweise hier vor Anker, ne? Das sind meistens alles Konvois hier. Dann schon ein bisschen heftig. Man, vor allem, man stelle sich da mal den Laderaum vor, ne? Den die zur Verfügung haben. Auch schon ganz schön krass. Passt da ordentlich was rein in die Konvois. Erklärt dann natürlich auch, warum die immer so prädestiniert für Überfälle sind. Und ein neuer Pirat mal wieder unterwegs. Mal wieder ein neuer Pirat. Ich möchte mal bescheiden behaupten, dass wir da immer so ein bisschen unseren Anteil dran haben. So schnell wie wir manche Piraten wieder in die ewigen Jagdgründe zurückschicken. Werden wir einen gewissen Anteil dran haben. Fisch nehmen wir ruhig nochmal mit. Dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was unterwegs. Tja. Wir werden wahrscheinlich auf lang oder kurz nicht daran vorbeikommen und nochmal ein Lagerhaus bauen müssen. Und es hat auch, wenn wir diesen Trick nutzen und immer mal wieder Sachen auf unsere Schiffe verschieben, aber das können wir halt auch nicht ewig machen.
So, ein neues Fachwerkhaus wurde fertiggestellt. Ja, gut. Alter, jetzt haben wir aber mega Schaden bekommen. Weil wir durch diesen ekelhaften Nebel, durch diesen Sturm durchgesegelt sind. Na super. Na, ganz toll. Jetzt haben wir mega Schaden bekommen, weil wir durch den vermaledeiten Sturm durchgesegelt sind. Ja, das wird natürlich jetzt dann dadurch massiv lange dauern, unser Schiff zu reparieren. Was wir mal machen werden, werden wir gleich nochmal ein Geschütz draufpacken. Und gleich wieder auf 100 erhöhen. Boah, ich will jetzt gar nicht sehen, wie lange das dauert. 34 Tage. Ach du Gott. Ja, das heißt, wir werden unsere Tirpitz mal mobilisieren müssen. So. Hulk Tirpitz. 12 Mann Besatzung. Gib ihm. So, und dann werden wir erstmal gucken, ob wir unser überschüssiges Zeug mal wieder loswerden. Gut. Werden wir mal gucken, dass wir die Eisenwaren so ein bisschen das Volk bekommen. Hoffen wir mal nicht, dass ausgerechnet in dem Moment, wo wir jetzt hier unbewaffnet mehr oder weniger, naja, es ist ja tatsächlich unbewaffnet, dass wir jetzt hier angegriffen werden von den Piraten. Das wäre dann ein bisschen bitter. So. Momentan wären wir ein bisschen, Alter, 18.000 Lohnkosten. Das ist ein bisschen heftig. Das ist ein bisschen sehr heftig. So. Aber trotz alledem machen wir momentan noch ein bisschen Plus. Obwohl wir so viel Zeug hier schon verkaufen. So, das sieht ganz gut aus. Langsam aber sicher klettern wir immer weiter hinauf die Vermögensleiter. Nähern uns jetzt langsam sogar schon den 700.000. Ist aber auch schon mal massiv, wenn wir uns das mal durchgucken, ne? Der Durchschnittspreis unserer Waren liegt bei 277, wenn wir die Produktionskosten gegenrechnen zum Warenwert. Und wenn wir mal gucken, für was wir unsere Eisenwaren loswerden, das ist ganz schön heftig. Erklärt dann natürlich, warum wir so riesen Gewinne damit erzielen. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. So, ein neues Giebelhaus ist in unserer Stadt fertiggestellt worden. Sehr gut. Belagerung in Reichshafen. Okay. Ist natürlich nicht so geil. Wir haben einige unserer Betriebe außerhalb der Stadtmauern. Kann also durchaus dann dementsprechend der Fall sein, dass da was abfackelt. Das wäre dann ein wenig unschön. Ah, bis jetzt hätten wir eine Patrouille, die uns viel bringen würde. Nee, das ist natürlich unschön. Jetzt hätte man Wispy ordentlich Geld machen können gerade mit der Patrouille. Das ist jetzt natürlich ärgerlich gewesen gerade. Das
Das hätte uns wirklich gut was einbringen können. Ja, man sieht immer, welche Auswirkungen im Nachhinein tatsächlich immer noch auftreten. So ein kurzes Intermezzo mit dem Sturm hier und das sorgt gleich dafür, dass wir dadurch ganz schön Minus machen im Endeffekt. Tuch können wir auch wieder gut loswerden, sehr gut. Tuch ist immer besonders gefragt bei den reichen Bürgern der Stadt, ne? Kriegen wir dadurch wieder ganz gut Ansehen dazu. Das ist gar nicht mal so schlecht. Machen wir Schiffe immer gleich wieder voll. Also momentan haben wir ganz schön gut Baumaterial. Eisenerz explodiert gerade wieder so ein bisschen. Eisenerz müssen wir demnächst mal wieder ein Auge drauf werfen. So. Ansehen ist schon wieder gefallen. Gucken wir gleich mal wieder, ob wir bei der Stadt mal wieder ein bisschen was machen können. Straßen können wir vielleicht nochmal ausbauen. Das hat das Gute, dass wir unsere Baustoffe ja momentan im Hintergrund selber produzieren. Das können wir natürlich auch entsprechend... Oh! Ja gut, hier sind noch ein paar Schwachstellen, aber... Oh, die plane zweite Stadtmauer. Das ist ja interessant. Das heißt, sobald die fertiggestellt sein würde, sind unsere Betriebe auch innerhalb der geschützten Mauern. Das ist ziemlich gut. Müssten eventuell mal überlegen, vielleicht mal ein bisschen mehr zu verkaufen. Bis 350 runter. Wie gesagt, bei dem Durchschnittspreis, den unsere Waren hier aktuell bis haben, können wir da durchaus auch ein bisschen niedriger gehen. Aber wird halt wirklich Zeit, dass unsere Bismarck wieder einsatzbereit ist. Klar, momentan machen wir ganz gute Gewinne, weil wir hier deutlich mehr Waren reinkriegen in das Schiff, aber ist momentan immer eine Gefahrensituation. Solange wir nicht bewaffnet sind, müssen wir halt jederzeit damit rechnen, dass uns irgendein Piratenkonvoi abfängt. So, ein neuer Brunnen wurde fertiggestellt. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut. So, hier sind wieder Gewürze günstig. Schlagen wir natürlich ordentlich wieder zu, wenn wir Gewürze kriegen. Ja, wenn wir überlegen, wir haben gerade wieder einiges an Gebäuden gebaut. Ah, unser Konvoi war wieder erfolgreich. Sehr schön. Einwandfrei. Und noch einen. Cool. Zwei neue Handelsplätze entdeckt. So, diesmal haben wir auch keine großen Schäden davon getragen. Können wir rein theoretisch gleich wieder auf Erkundung schicken. So. Einmal hier. Einmal hier. Einmal hier. Und machen wir einmal hier noch. Los geht's. Können wir gleich wieder lossegeln.
So, wunderbar. So, meine Freunde, ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Unsere wunderbare, stolze Bismarck dürfte die nächsten Tage wieder repariert sein. Das heißt, wir können dann wieder auf unser Kampfschiff umswitchen und auch dementsprechend wieder neue Nebenaufträge annehmen. Gerne wieder liken, ne, fleißig kommentieren, fleißig bewerten und dann sehen wir uns schon bald in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht bei Patricia 2. Bis dahin, immer ein Handbreit Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.